So, jetzt aber Heinrich Fischer über OPPT in Zusammenarbeit mit Konstantin Kirsch entstanden und auch in die Kritik, die über die Mails gekommen sind, ist mit einbezogen worden und ich bin ganz gespannt. Bitte. Ja. Okay, ihr könnt mich verstehen. Also mein Name ist Heinrich, komme aus... mein Name ist Heinrich, ich leite die Regionalgruppe Westmünsterland und ich beschäftige mich seit halben Jahr etwa mit OPPT. Das Ganze ist entstanden aus der Beschäftigung mit unserer rechtlichen Situation in der Bundesrepublik, der sogenannten Bundesrepublik im Vereinten Deutschland. Der Josef hat das gerade ja schon mal kurz bestätigt, dass das alles ein bisschen, fraglich ist. Courtesy Note, OPPT. Wer weiß überhaupt, was mit dem OPPT anzufangen? Oh, das sind schon viele. Ich mach mal Gegenpumpe, wer weiß noch gar nicht, was darüber was ist. Okay, kurze Erklärung. The One People Public Trust ist die Abkürzung OPPT dafür. Oben steht es auch angeschrieben. Es gibt folgenden Hintergrund. Alle unsere Regierungsbehörden, Regierungen und so weiter sind eigentlich Firmen. Das ist nachzulesen im ubic.de. Das ist eine Datenbank, die international sämtliche Unternehmen auflistet. Jetzt muss ich mal eben den Konstantin fragen. Ich glaube, das waren 220 Millionen oder sowas. Er nickt. Okay, sowas hatte ich also aus seinem letzten Vortrag noch behalten. Die weltweit im Prinzip agieren nach dem Handelsrecht. Dieses Handelsrecht ist irgendwann zu Cäsars Zeiten entstanden. Man höre und staune, der hat sich nämlich Gedanken gemacht, wie Unternehmen oder Handelsreisende in seinem Riesenreich überhaupt untereinander Geschäfte machen können. Und aus diesem Recht heraus ist es im Prinzip weltweit heute gültig. Das wird nämlich einfach nur weitergeführt. Wie man sich vorstellen kann, der Kaiser Konstantin hat das nämlich irgendwann mal so gemacht, dass er eine Einheitsreligion, die sich heute katholische Kirche nennt, gegründet hat und hat dieses Recht dann dem Vatikan übertragen, beziehungsweise die haben sich das dessen angenommen. Und dieses internationale Recht ist im Prinzip das obergeordnete Recht sämtlicher Nationen, die miteinander Handel treiben. Wenn man jetzt weiß, dass alle Unternehmen oder alle Firmen, Regierungen, die vorgeben, eine Regierung zu sein, schaut einfach mal, der Konstantin hat es das so schön dargestellt in seinem Vortrag, dass die Bundeskanzlerin eine Firma ist, dass der Deutsche Bundestag eine Firma ist, könnt ihr sehen daran, dass sie letztendlich auch eine Umsatzsteuer-Identnummer haben. Da fragt man sich natürlich, wieso brauchen die eine Umsatzsteuer-Identnummer? Eine Umsatzsteuer-Identnummer bekommt eigentlich nur ein Unternehmen. Das kann man im Gesetz nachlesen, die auf Gewinn, sprich Erwerb, ausgerichtet sind. Die Frage ist natürlich, braucht der Bundestag, ist das ein Unternehmen, was auf Gewinn ausgerichtet ist? Zweifel nicht. Also auf gut Deutsch gesagt, schaut rein, euer Gericht ist ein Unternehmen. Der Gerichtspräsident ist eigentlich nur ein Geschäftsführer. Und dann bin ich irgendwo über diese Auseinandersetzung mit unserer Rechtssituation gestoßen. Wir sind also eine, nicht ganz rechtsfreier Raum, aber wir haben eine Verfassung von 1871, ja, die ist heute noch von 1919. Wir unterliegen im Prinzip den Scheif- und den Smart-Gesetzen. In Berlin haben wir das Kontrollratsgesetz, das wirkt allerdings wieder für die Bundesrepublik, die alte und die DDR und so weiter. Also eine relativ Kuddelmuddel, sag ich mal. Und dann gab es Leute in Amerika, die haben gesagt, gut, irgendwie ist dieses ganze System ja nicht mehr erträglich. Und es gibt eigentlich auch keinen Weg daraus. Eigentlich muss das gesamte System, nach dem wir weltweit handeln, aufgelöst werden. Dann haben sie sich hingesetzt und gesagt, wie machen wir das denn? Dann sind da drei Leute gekommen, die sogar für die Illuminati gearbeitet haben. Die haben nämlich für eine Bank in der Schweiz gearbeitet.
Und die haben sich Gedanken gemacht, was ist das, was wir da anpacken können. Es gibt es dieses UCC, dieses Uniform Commercial Code, das ist praktisch dieser Name dafür. Und wir haben gesagt, gut, wir schauen jetzt mal, wie können wir die bekommen. Jetzt hat dieses UCC das hat keine Verfassung, das ist auch kein Gesetz, sondern im Zusammenwirken mit allen Leuten, die in irgendeiner Form Handel treiben, geht einer rein und sagt, ich gebe jetzt irgendetwas rein. Und wenn ihr nicht dagegen opponiert, dann ist dieses nach 3 Monaten automatisch Gesetz. Da alle Regierungen dieses Gesetz anerkennen, im Zusammenwirken praktisch weltweites Handels, gilt das dann. So, und die sind hingegangen und haben gesagt, wir machen jetzt einen Paradigmenreport und beschreiben das Unrechts- und Sklavereisystem so, dass es nicht widerlegt und widersprochen werden kann. Und das ist eigentlich nur die rechtliche Basis, dass sie gesagt haben, gut, diesem Bericht, kann sich jeder auch runterladen im Internet, ist nicht widersprochen worden. Und seit dem 25.12., jetzt kann ich das mal anfangen, ist es so, dass praktisch alle Regierungen der Welt zwangsvollstreckt sind. Alle Unternehmen der Welt sind zwangsvollstreckt. Selbst jeder kleinste Kaninchenzucht vereint ist zwangsvollstreckt. Wir haben also überhaupt kein Unternehmen mehr. Es gibt nämlich nur noch mich, ihr jeder, ihr seid alle als eine Person, als natürlicher, beseelter Mensch, Paragraph 1 BGB in der Fassung von 1896 und sonst nichts. Das heißt, wir stehen uns alle auf einer Ebene gegenüber. Es gibt auch keine Obrigkeit. Abgesehen davon, dass es keinen Beamten mehr gibt in Deutschland, seit 2008. Es gibt nämlich nur noch das Beamtenstatusgesetz. Das heißt also, wenn einer kommt und sagt, du hast das und das nicht gemacht, oder du hast das und das gemacht, und sagt, hast du einen Amtsausweis? Hat er nicht. Kann er gar nicht nachweisen. Er hat nur einen Dienstausweis. Dann sage ich immer, wenn einer sagt, einen Dienstausweis, sagt, ich gebe dir meine Visitenkarte, das ist mein Dienstausweis. Ja? Das ist nichts anderes. Das ist das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt ist. Meine Visitenkarte schon, weil das bin ich. Also, jeder Mensch ist frei zu sein und zu tun, was Herz und Seele entspricht, solange kein anderer Mensch dadurch einen Schaden entsteht. Paragraph 1 aller unserer möglichen Gesetze, die leider Gottes nach den Bereinigungsgesetzen alle nicht mehr gültig sind. Hat einer schon mal was von dem Bereinigungsgesetz gehört? Genau, schon einige. Das heißt, die Einführungsgesetze zu den einzelnen Gesetzen sind dem Wegfall des Artikel 23 angepasst worden. Das ist nämlich der Wegfall des Geltungsbereiches unseres Grundgesetzes. Das heißt, alle Einführungsgesetze sind im Prinzip ohne Geltungsbereich. Das heißt, die Gesetze, die sie eigentlich einführen sollen, sind alle nichtig. Kommen wir gleich vielleicht nochmal zu. Zwischen mir, der Schöpfung, meinem Schöpfer kann nichts und niemand stehen. Das ist eigentlich das Credo von OPPT. OPPT ist die Gesamtheit sämtlicher Menschen der Welt, der Schöpfung und dem Schöpfer. Das ist das, was Sie im Prinzip in diesem UCC, das habe ich gerade vergessen zu erklären, in dem UCC erklärt haben. Sie haben praktisch sind hingegangen und haben die gesamte Menschheit, die Schöpfung und den Schöpfer als Mitglied des UCC registriert. Dadurch, dass das UCC dann im Prinzip und haben diesen Paradigmenreport dort erklärt, der konnte nicht widersprochen werden. Und somit ist im Prinzip jetzt der Zustand, dass es kein Unternehmen mehr gibt. Es gibt nur noch uns als Menschen. Damit gehört uns allen Menschen auch das, was auf der Welt an Vermögen da ist. Das, was Josef gerade so schön gesagt hat. Es gehört uns einfach. Wir nutzen, es ist nicht unser Eigentum, es ist Eigentum aller. Das, was Konstantin so schön auch noch im Forum beitreten musste. Also der Unterschied zwischen Besitz und Eigentum. Wir besitzen etwas zur Nutzung, aber es gehört allen. Also, ich habe nur 10 Minuten. Puh. Ich bin, also tue ich, bin ein Seinswesen und ein Beschützer der Schöpfung. Wiederholung nochmal dessen, was der gesagt hat. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Alle Regierungs-, Justiz-, Banken-, Konzernsysteme und alle eingetragenen Unternehmen, Genossenschaften oder Vereine sind seit dem 25.12.2012 bereits zwangsvollstreckt.
Niemand kann sich mehr hinter vorgesetzten Vorschriften, Paragraphen verstecken, sondern ist voll und ganz auf sein Handeln verantwortlich. Courtesy Notes, jetzt kommen wir im Prinzip ganz kurz dazu, sind ein Mittel, die Menschen, die sich zwischen dir und deinem Schöpfer stellen wollen, also in der Regel immer diejenigen, die meinen, sie hätten was zu sagen, höflich auf die Zwangsvollstreckung hinzuweisen und ihnen für den Fall der Nichtbeachtung eure AGBs zur Rechtsgrundlage oder Vertragsgrundlage anzubieten. Und da wir hier das Ganze machen, die Information könnt ihr unter upic.de abfragen, da könnt ihr nämlich immer vorher gucken, welches Unternehmen schreibt euch gerade und wie heißt der Leiter des Unternehmens, weil die Beamten sich in der Regel darauf zurückziehen, nur ihnen nur noch einen Namen reinzuschreiben. Man weiß teilweise nicht mal, wie auch Männer oder Frau. Weiblein. Und das kann man also dort nachlesen. So, wo habe ich bisher eingesetzt? Im Finanzamt, bei meinem Kreis Borken wegen dem Knöllchen, in der Landeshauptstadt Düsseldorf auch wegen dem Knöllchen, bei der IHK wegen Rechnung für zwei Unternehmen und bei dem leidigen Thema GEZ. Der ist heute anders. Also, wo hast du das eingesetzt? Du hast denen quasi gesagt, ihr habt mit mir nichts zu tun? Nee, ich habe keinen Vertrag mit euch. Und wenn ihr euch noch einmal mit mir in Verbindung setzt, dann nehmt ihr meine AGBs an und die kosten Geld. Und das habe ich gemacht. So, ich habe eine GmbH, weil ich bin Wirtschaftsberater. Über die bin ich organisiert. Ich habe also Umsatzsteuern erklärt zu einem Zeitpunkt, wo ich noch nichts davon wusste. Und gesagt, gut, okay, ich muss ihm hier jetzt entsprechend mal reagieren. Ich habe dann den Dienststellenleiter geschickt, eine Bitte um Abhilfe meiner Rechtsunsicherheit. Das habe ich aber alles noch getan, ohne OPPT anzuwenden, sondern das war unter dem Gesichtspunkt noch dieses ganzen deutschen Kuddelmuddels, was wir haben. Und da habe ich dann eine entsprechende Frist gesetzt von 21 Tagen. Er hat natürlich nicht geantwortet, ist ja klar. Das gleiche habe ich dann in Kopie gleich an die OFD geschickt, Oberfinanzdirektion. Frage: Bitte teilen Sie uns mit, für welchen Staat Sie tätig sind. Bitte teilen Sie uns mit welchem Auftrag Sie persönlich handeln und wer genau Ihre Dienstherren sind. Daher erwarten wir den Nachweis von Ihnen, dass Sie für den souveränen Staat Deutschland tätig sind, der aus der DDR, aus der BRD, der DDR und aus Berlin besteht. Dass Deutschland eine eigene, vom Volk genehmigte Verfassung hat. Dass Deutschland eine verfassungsgemäß gewählte Regierung hat. Und dass die von Ihnen angegebenen Gesetze für das vereinte Deutschland und die für die nicht erloschene BRD gelten. Das kann er nicht beantworten. Weil wir wissen alle, dass das so nicht ist. So, und jetzt kommt der Sturm. Sollten wir innerhalb der nächsten, also der internationalen Frist von 21 Tagen keine aufklärende Antwort von Ihnen erhalten, gehen wir davon aus, dass Sie für keinen Staat tätig sind und demnach auch keine hoheitlichen Aufgaben erfüllen. Dann lehnen wir hiermit jeden weiteren Schriftwechsel mit Ihnen ab und untersagen Ihnen und Ihren Mitarbeitern unsere Daten und die des Unterzeichners in jeglicher Form zu nutzen oder Handelsangebote an uns oder den Unterzeichner als natürliche, beseelte Person zu versenden. So, Reaktion? Null. Kann ich auch nicht. Dann kam ein Einspruch meinerseits zum gleichen Zeitpunkt gegen diesen Umsatzsteuerbescheid und der wurde begründet, das gibt es die Anwaltskanzlei, sagen Sie mal eben, von Andex. Der hat ein entsprechendes Formular gemacht. Das habe ich einfach kopiert dahingeschickt. Kam natürlich so prompt von denen eine Antwort. Kann nicht angenommen werden. Die Einspruchsbegründung ist also nicht hinreichend dargelegt. Wenn das schon nach 4 Tagen bei mir der Postkasten ist, könnt ihr euch vorstellen, das ist ein Vordruck, den die gleich entsprechend kopieren. Da habe ich gesagt, ich schreibe den mal. Die haben natürlich bis zum 2.4. keine gemacht. Dann habe ich gesagt, ich mache eine Einspruchsbegründung. Die kann man sich auch aus dem Internet holen. Da gibt es also auf verschiedensten Seiten vom Deutschen Reich entsprechende Vordrucke. Und habe das entsprechend begründet. Scheif-Gesetze und Smart-Gesetze. Und wenn die sich noch mal machen, dann mache ich Anzeige bei den Russen. Die russische Botschaft verwaltet das Ganze. Und habe dann gesagt, da gab es dann nämlich dann die Courtesy Note, die ersten Übersetzungen. Und gesagt, gut, jetzt probierst du das mal aus. Und das habe ich dann gemacht. Das heißt, ich habe also
neben der deutschen Begründung sofort gesagt, ich schicke denen eine Courtesy Note in Englisch und ein Schreiben von Mensch zu Mensch, das ist der Entwurf, den der Konstantin beim letzten Mal vorgestellt hat. So, und dann kriegte ich noch eine Mahnung. Und gesagt, eine Mahnung danach heißt, die haben mein Angebot angenommen, das heißt, sie handeln nach meinen AGBs. Dann habe ich gesagt, gut, dann kriegen Sie von mir jetzt je eine Rechnung, nämlich der Leiter der Einspruchstelle und der Mitarbeiter, der Leiter der Dienststelle, der Geschäftsführer, nämlich den dieser Firma Finanzamt, eine Rechnung von 2000 Unzen Sterling Silber, die Rechnung in Deutsch und Englisch. Weil ich bin ja höflich, ich gebe Ihnen gleich die Übersetzung. Wobei, Courtesy Note, die englische Version ist immer die rechtlich bindende, weil das UCC, das internationale Recht, halt auf Englisch ist. So, dann habe ich auch noch als höflicher Mensch ein Begleitschreiben geschickt mit Erklärung und dass meine AGB durch das Senden der Mahnung angenommen haben mit Hinweis auf weitere Rechnungen, sofern sie mich nicht in Ruhe lassen. Das war jetzt am 19.04. Bisher haben sie mich in Ruhe gelassen. Also. Die Wirkung kann ich jetzt noch nicht sagen, wie lange die anhält. Vielleicht ist jetzt der Schock so tief oder man muss sich erst wieder bei den Oberen, die mit Sicherheit alle darüber Bescheid wissen, dass es dieses UCC mit den gesamten Zwangsvollstreckungen gibt. Nur, ich bin, aber nur zu sein reicht nicht, ich muss auch tun. Das heißt, being and doing. Das ist also das Credo der OPPT-Leute, die sagen, solange ihr nichts tut, passiert auch nichts. Ihr müsst also schon handeln. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht mittun müsst. Das heißt, ich mache mit dem System nicht mehr mit, aber ich signalisiere ganz klar, mit eurem System habe ich nichts zu tun. Ich mache das so nach meiner. Und ich möchte von euch in Ruhe gelassen werden. Und wenn ihr mich nicht in Ruhe lasst, dann kriegt ihr von mir eine über die AGBs eine entsprechende Sache. Gehen wir schnell durch, habe nicht so viel. Das Ganze geht natürlich dann auch noch an die Erhebungsstelle, weil die hat mir jetzt geschrieben, da wusste ich den Namen, und der kriegt jetzt von mir genauso eine Courtesy Note. Das heißt, ich muss also immer nicht das Amt ansprechen, weil das ist ja keine Person. Gibt es ja auch nicht mehr. Ich spreche immer direkt eine Ansprechpartner an, von Mensch zu Mensch. Immer auf einer Augenhöhe. Kann ich natürlich schlecht machen, wenn ich einen Polizeibeamten vor mir stehen habe, weil das ist ein bewaffneter Gangster. Ja, der beraubt mich meines Geldes und meiner Freiheit. Also lasse ich mir den Namen geben, ich kopiere mir dann im Prinzip den Dienstausweis und schicke ihm danach eine Courtesy Note. Kann das natürlich auch an der Tasche haben, aber ist die Frage, ob man das im Moment so, ich sag mal, im Verkehr dann immer so machen kann. Seitdem kein weiter Vorgang. Landratsamt oder Kreis, Bußgeldstelle, schriftliche Verwarnung. Tolle Sache, ne? Habt ihr schon mal gelesen? Da steht ein Angebot. Das ist der Text, Sie überschreiten und so weiter. Wegen dieser Ordnungswidrigkeit wird dem Führer des PKW, ich weiß nicht mal, da hinten sitze, 25 Euro angeboten. Das ist ein Angebot, ihr müsst das nicht annehmen, sagt, ich habe ja mit euch gar keinen Vertrag. Will ich gar nicht haben. Und zwar § 56, 57 Ordnungswidrigkeitengesetz. Das Ordnungswidrigkeitengesetz gibt es nicht mehr, das ist aufgelöst. 2006. Nee, das ist 2008 gewesen. Zweites Bereinigungsgesetz liegt im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für die Wirtschaft, für Justiz. Gibt's nicht mehr. Also, dem Landrat dann eine Courtesy Note geschickt, damals noch in Englisch, inzwischen bin ich so höflich geschickt, das in Deutsch. Mit, allerdings nicht unterschrieben, sondern die rechtliche Situation ist Englisch. Und der Mitarbeiterin in Kopie in der Bußgeldstelle, das war ein Fehler. Weil die hat sich nochmal gemeldet. Die hat mir nämlich dann einen Ermittlungsdienst geschickt. Weil das ist derjenige, der feststellt, ich bin ja nicht weiblich, weil die Führerin hinter dem Fahrzeug war eine weibliche Person. Das hatten die auch sofort festgestellt. Aber da ich mich nicht gemeldet habe, weil Post die nicht per Postzustellung zur Urkunde kommt, die kriege ich ja gar nicht. Zumal schon nicht von so einer Firma, Behörde. Also betrat einer unser Grundstück. Das ist sowieso schon mal illegitim, weil er ist keine Amtsperson, geht in dem Moment nämlich Hausfriedensbruch. Also, der hat sich allerdings dann auch besonders nett verhalten, hat nämlich erst nach dem Namen gefragt und gesagt, ach, Sie sind das. Ja, Sie haben jetzt ein Zeugnisverweigerungsrecht.
Umgekehrt wäre es besser, ne? Aber das sind nun mal die Leute, die vom Amt kommen, die brechen sowieso das Recht, weil es ja sind ja diejenigen, die das dürfen. Dann habe ich da eine Rechnung hingeschickt zum Landrat über 2500 Unzen Silber, weil die 2000 sind dafür, dass er überhaupt erstmal mit mir in Kontakt getreten ist. Ich hatte ihm das ja vorher angeboten. Wenn er das tut, dann muss er damit rechnen, dass er eine Rechnung kriegt. Und 500 Euro dafür, dass er mir einen Entwicklungsdienst geschickt hat, weil das hatte ich vorhin in AGBs vereinbart. Bis dahin passiert. Hast du schon Silber gekriegt? Nein, so weit sind wir noch nicht. Ich muss ja noch eine Mahnung schicken. Ne? ja, mal sofort. Und dann natürlich, weil das die Person vom Landrat ist, also diejenige, die ich erst vergessen hatte, muss ich natürlich der Mitarbeiterin auch noch eine schicken. Aber zumindest ist seitdem Ruhe. So, und das Gleiche passiert, die Landeshauptstadt Düsseldorf, die hat das dann sofort gemacht. Da kommt dann sowas. Das Ordnungswidrigkeit wurde eingestellt, wegen unangemessenen Aufwands, aber wir wollen 18,50 Euro Verwaltungsgebühr haben. Der Halter konnte nicht festgestellt werden. Ich habe denen das geschickt, die haben sofort eingesehen, ich habe von denen nichts mehr gehört. So. Da habe ich direkt einen Oberbürgermeister. Die haben sich noch nicht gemeldet. Es war mir nicht möglich, an die ARD, ZDF, Deutschlandfunk, Beitrag Service eine Fax abzusetzen. Das funktioniert nicht, sie können da nicht hinfaxen. Da haben wir gesagt, gut, dann schickst du das Ganze mit Biersmail. Ich weiß nicht, kennt einer Biersmail? Damit kann man das ist ein Dienst, wo man Mails per Einspann-Rückschreiben schicken kann. So, da kam dann das zurück. Das ist die Bestätigung. Also, ganz ordnungsgemäß geschickt. Und dann schickte mir diese Firma da oben, die schreiben, die Mail wäre leer gewesen. Aber die Biersmail schicken eine Bestätigung, wenn die öffnen. Das heißt, sie haben die gar nicht geöffnet. Aber die reagieren gar nicht drauf. Das heißt, man weiß man etwa, was das ist. Nach der UPIC-Datenbank ist das ein Inkasso-Unternehmen. Mit dem Inkasso-Unternehmen habe ich keinen Vertrag. Das ist der Vertrag, den die haben mit der ARD, mit dem ZDF und Deutschlandfunk. Also gar nicht darauf reagieren. Könnt ihr in die Tonne kloppen. Ja, das war's eigentlich. Danke sehr. Schön, dass es wieder mit. Ja, ganz herzlich. Dann. Ja. Wie kriegen wir das Video drüber? Frage? Offensichtlich. Zu dem Thema Arbeitsgruppen kommen wir jetzt sowieso. Der Joe erzählt gleich ein bisschen was darüber, über das Projekt Auslandsantwort, wo wir total gerne alle Menschen mit einbeziehen wollen, die für Kunst und Kreativität hier sind, auf dieses Video, was wir hier gleich im Hintergrund laufen lassen, nur mit den Bildern eine Antwort zu produzieren. Sozusagen darzustellen, wer wir sind, und zwar als Menschen hier in diesem Land und wo die Bewegung im Land hingeht. Und das fand ich ganz schön, dass wir heute Vormittag halt verschiedene Bewegungen gesehen haben, die alle die gleiche Richtung haben. Und wenn wir diese Bewegungen mal summieren, dann können wir wirklich sagen, dass es schon verdammt viele Menschen sind. Wie schön. Ja, wir lassen einfach das Video im Hintergrund laufen. Der Ton ist jetzt nicht so wichtig, aber die haben sich richtig Mühe gegeben, uns quasi eine Botschaft zu schicken, indem sie große Transparente aufgeschrieben haben, auf Deutsch, die Spanier. Und ich denke, es wäre schön, wenn wir darauf antworten könnten. Es ist halt die Frage, wie machen wir es, in welcher Form, ob wir es auch so machen. Ich weiß nicht, ist jemand hier, der Spanisch spricht, der die Sachen eventuell übersetzen könnte? Sonst müssen wir es nachträglich machen. Aber egal, wie wir es machen, das können wir halt besprechen. Ich würde fragen, ist es okay, wenn wir hier uns alle dazu bekennen, dass wir ein Video machen, wo wir auch zeigen, wie viele wir sind? Kann ich von hier oben Aufnahme machen, von euch allen, oder hat da jemand Bedenken und sagt, von mir nicht? Das ist natürlich jetzt nur eine... Und es geht auch nicht nur um eine Antwort an Spanien, sondern das soll ein Video werden, was wir in alle Sprachen übersetzen, auch Portugiesisch, Englisch, was dann so durchs Netz gehen darf. Genau. Da wollen wir einfach zeigen, dass wir natürlich verstehen, dass die Banken das Problem
Problem sind und unsere Politiker auch nicht unsere Interessen vertreten. Die haben natürlich den Eindruck, jetzt Schäuble und Merkel, die machen den Spaniern Druck, dass die jetzt mehr sparen müssen. Die leiden natürlich darunter, aber die unsere Politiker erfüllen ja auch nicht unsere Interessen, dass weltweit natürlich alle Leute immer mehr in Zwangslagen kommen, weil immer mehr Mangel entsteht durch das Geldsystem. Das sollten wir ansprechen, aber auf eine kurze, knappe Form, vielleicht eine liebevolle Form, dass wir einfach eine Botschaft der Liebe und der Freundschaft an alle Völker schicken können. Das sollten wir formulieren. Das ist, ich hoffe, dass da alle mitmachen und dass wir einfach zeigen, es sind ganz viele Menschen, die das vom Herzen auch eine Botschaft an die anderen Völker schicken wollen. Also, wie wir das machen, weiß ich noch nicht, aber wir werden das heute, wir haben ja zwei Tage, das immer zwischendurch vielleicht auch mal gucken, wie jemand vor die Kamera setzen, wenn er was dazu sagen will, oder wenn ein Schild malt, oder die kreativen Menschen, überlegt euch, wie wir das am besten rüberbringen können. Aber knappe Sätze, die wir vielleicht später übersetzen können, wie auch immer. Es gibt eine interessante Sache noch, kannst du vielleicht diese Grafik nochmal, das hier, das schließen und das öffnen, denn es ist, das wissen die wenigsten, die haben von uns den Eindruck, dass wir, dass es uns gut geht, dass wir von der Krise nicht betroffen sind. Aber es gibt eine ganz neue Studie von der Europäischen Zentralbank, die aufgezeigt hat, dass die mittleren Vermögen in diesen Ländern, die wir retten sollen, viel größer sind als unseres. Das kann man jetzt hier schlecht erkennen. Das ist Deutschland, da ist das mittlere Vermögen 51.000 Euro. Nun sind andere Länder, die haben schon 70.000, Portugal 75.000, Griechenland 100.000, Italien 173.000, da ist Spanien mit 180.000. Zypern mit 266.000 mittlere Einkommen. Das heißt, wir können den vielleicht, das ist, Statistiken kann man natürlich immer so und so interpretieren, aber dass wir einfach auch sagen, uns geht es auch nicht besser als euch, das sieht vielleicht noch so ein bisschen so aus, aber wir müssen für euch mitarbeiten, aber lasst uns einfach nicht uns gegeneinander aufhetzen, die verschiedenen Länder, sondern das ist ja das Prinzip, was die da oben betreiben, teile und herrsche. Wir wollen uns nicht in Trennung versetzen lassen, sondern Liebesbotschaft an alle Länder senden. Okay, und jetzt denke ich, gibt es Mittagessen und dann gehen wir in die Arbeitsgruppen. Ja? Kann sich jeder schon überlegen, ob er sich hier an dem Video beteiligen will oder in welche Gruppe er gehen will. Wir haben ja heute einige Möglichkeiten, was wir bearbeiten wollen. Genau, ich möchte noch mal kurz erinnern, es gibt ja auch den Workshop über das Agnihotra. Wer das lernen möchte, der kann sich danach das auch schon mal zu Empfang begeben und sich das überlegen. Dann haben wir diesmal auch Kinder- und Jugendgruppe, nochmal Regionalgruppen, die sich da mehr vernetzen wollen, Regierung und Politik und Umwelt und Infrastruktur. Bis gleich. Um 15 Uhr machen wir weiter, also dann wirklich pünktlich, also nicht weiter.